wir sind gerade in Pyrgos und es gab mal ein paar neue Schläuche gekauft. Hier gibt es nämlich einen richtig guten Fahrradladen, wahrscheinlich der beste in Peloponnes. Hier gibt es nämlich auch nicht viele, ich glaube 3 insgesamt auf der ganzen Insel. Und er war Fahrradprofi, hat auch gesagt, wir sollen nach Olympia gehen. Genau. Dann wollten wir noch in die Boulderhalle. Hier gibt es auch eine Boulderhalle, aber die hat zu. Die sind heute draußen klettern oder am Wochenende immer. Da fahren wir sogar, glaube ich, vorbei, wo die klettern sind. Also vielleicht gehen wir mit denen morgen noch draußen klettern, wenn es klappt. Das wäre auch cool. Genau, und jetzt können wir uns gerade mal ein Eis, Maria, ist gerade ein dickes Eis holen hier. Übelst geil. Das war teurer Eis. Mit Schokoladenbrunnen-Eis. Ja. Schokolade. Geil. Eis. Wie teuer war es? 1 Euro mehr gekostet. Die Preise stimmen nicht mehr. Aber sie hat es mir vorher gesagt. Ist okay. Wie mir inzwischen auffällt, wie gelöst und entspannt ich inzwischen bin auf dieser Reise. So, aufgrund eines Kommentars an diesem See haben wir mitbekommen, dass hier irgendwie so natürliche warme Quellen sein sollen. Wir haben jetzt aber gar nicht so richtig gecheckt, wo das sein soll. Wir haben uns das nochmal durchgelesen und dann stand da ja eben, dass man über dieses Tor rüberstapfen soll. Und dass die Leute sich das erst auch nicht getraut haben, also wahrscheinlich auch Deutsche. Aber dass das dann Einheimische gemacht haben und der Typ mit dem Auto hier hat das nämlich gerade gemacht. Und da stand auch drin, dass extra hier für die Fußtritte der Zaun freigeschnitten worden sei. So, und dann werde ich das Ganze jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, wartet. Ist eigentlich hier auch ein normales Schwimmbad. Das ist aber im Winter geschlossen, also da ist so ein Pool drin. Ja. Und hier vorne in der Höhle soll dieses natürliche Thermalbad sein. Oder die natürlichen heißen Quellen. Und es sieht schon ziemlich cool aus. Hallo. Mit Warnhinweis. Danger, falling rocks. Mal gucken. Okay. Richtig warm ist das jetzt nicht. Aber naja. Das Wasser ist auch nicht wirklich durchsichtig. Keine Ahnung, ob ich da Lust habe reinzuspringen. Aber wir werden auf jeden Fall hier irgendwo pennen. Jetzt steht, wir nächtigen heute hier an diesem schönen kleinen See unter den Eukalyptusbäumen. Morgen. Es ist schön hier. So windig, aber es ist trotzdem warm. Also im Zelt musste ich irgendwie heute Nacht auf der Decke schlafen. So, alles wieder aufgeräumt. Kann wieder losgehen. Wir haben noch wie viel insgesamt? 90 Kilometer oder so. 90 oder 100 Kilometer bis nach Pylos, wo wir ja bei dieser Familie für längere Zeit bleiben und ein bisschen arbeiten und dafür dort wohnen dürfen. Und das heißt, im Prinzip in 2 Tagen sind wir da. Haken.
Maria noch mal schnell los, noch mal Nachschub hole. Die hat ein bisschen schlechte Laune. Ich habe jetzt schon Kaffee gekocht und Tee. Und da kommt sie schon, vielleicht mit ein bisschen besserer Laune. Da grinst sie schon. Nachschub! Da grinst sie wieder. Wenn das nicht mal ein schönes, stilles Örtchen ist. Das ist gleich Schlümpfe irgendwo. Sollen wir mal gucken, was der Dörfer macht. Hast du Bock, baden zu gehen? Ich hab gerade auch richtig Bock. Lass uns baden gehen. Nackig? Der Versuch, ohne ein Körnchen Sand an den Füßen zurück zum Fahrrad zu kommen und dann schön in die Sachen reinsteigen zu können. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich glaube, das funktioniert nicht. Spätestens da vorne im trockenen Sand ist es wieder alles voll. Nix, nix. Da funktioniert ein bisschen. Okay. Nicht so gut, aber. Hat geklappt. Zeig deinen Fuß von hinten. Ah ja, ein bisschen ist was dran, aber im Vergleich zu meinem Fuß noch ganz gut. Ach, ich liebe diese Kiefernwälder hier. Schon wieder ein Platz. Ich will kurz das Fahrrad. Bitte? Du sollst da kurz das Fahrrad halten.
So, wir waren jetzt gerade hier essen. War nicht ganz billig. Aber sehr lecker. Und wir sind auch bisher irgendwie nur 30 Kilometer gefahren, weil wir waren ja noch baden und mussten jetzt den Reifen wieder flicken. Und das Wetter ist nicht so gut. Also es sieht so aus, als würde es bald gewittern und steht auch im Wetterbericht so drin. Und jetzt überlegen wir tatsächlich, uns nochmal eine Unterkunft zu buchen. Ja. Nicht im absoluten Sturm draußen schlafen. Geht schon richtig ab hier. Das hat mich gerade ganz schnell aus dem Zelt rausgescheucht. Du hast gerade so einen Fisch gesprungen gemacht, so dreimal. Das behauptet der. Der wollte nur, dass ich schnell aus dem Bett komme. Aber ein paar Optionen, was man hier so machen könnte. Man könnte vielleicht noch in die dampfenden, naja, dampfen tun sie gar nicht, ne? In die nicht ganz so kalten Quellen dippen. Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Was? Das stinkt doch, oder? Du stinkst.